Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Muffel Marsch. Wir werden jetzt Wasser fahren zur Papierfabrik und dann fahren wir gleich rüber zur Brauerei und liefern ebenfalls Wasser zum Malz, beziehungsweise wir werden da mal einfach auffüllen. Dann können wir das in aller Ruhe auffüllen und dann können wir das Fett in die Tiere kommen. Das heißt, die ersten Schweine liefern den Schlachthof. Ich sag mal, das ist mir jetzt immer egal um die paar Kilos, ne? Wir müssen ja Platz schaffen für die nächsten. Das ist ja das ganze Dilemma dabei. Und langfristig gesehen brauchen wir sowieso einen größeren Stall, einen zweiten, weil ich möchte immer getrennt halten, die Sauen und die Mastschweine, Anführungszeichen. Das ist mir ganz wichtig und oh, Ewigkeiten, ne? Dann nehmen wir halt ein anderes Fahrzeug. Jo, nehmen wir am besten. Irgendwo einsteigen. Dann finden wir schon einen passenden LKW. Da haben wir doch schon. Ja, werden wir noch ein paar Schweine holen, ne? Der lädt ja eine Weile aus, das dauert die Ewigkeiten. Wir nicht an, aber wir werden vorher, das ist ganz wichtig, die hochnehmen, ne? Zack und hoch, deswegen, weil später wenn wir runterfahren, die Dinger haben Kollision, ne? Dann heißt es richtig gerade ranfahren, so kannst du mit dem Träger ranfahren. So, mal ganz kurz drum weg, hoffentlich war ja auch früh zu hören, zum noch mal kurz herzlich willkommen zur weiteren Folge hier der Marsch, wo wir jetzt ein bisschen verzögert. Ein bisschen, ja, warum weiß ich auch nicht. Ist halt so, ne? So, wenn wir gleich die ersten Schweine. Ne, wir fahren noch keine. Da können wir noch Platz schaffen. So. So. Dann fahren wir mit dem Vieranhänger, wie da unten steht, Richtung. Schweinestall. Die ersten Schweine gehen zum Schlachthof. Das heißt, nicht um Wasser. Aber Wasser brauchen die keins. Das ist immer die Frage dabei. Nee, Packung haben wir da und Paletten haben wir da. Leerpaletten. Wir sehen nun dazu, dass wir jetzt ein paar Schweine kriegen. Und zwar aus dem ersten Stall. Und später, ja. Müsst ihr schauen, also wird knapp. Weil ich weiß nicht, wo lassen soll. Jetzt müsst ihr den Stall nutzen, ne? So. Ja, heute Nacht gibt ihr Geld für BGH, ne? Erstens von der Gülle und zweitens von der Silage, ne? Nächste. Also jung noch. 0,5. Aber ist egal, die schwersten. Die werden wir alle mal entsorgen, Anführungszeichen, ne? Wir machen mal einen Test. Wir brauchen hier ein paar Moneys und wir müssen Platz haben im Stall. So, zum Schlachthof fahren wir jetzt und dann werden wir am besten fahren. Naja, gut. Ja, nicht mal so gut geparkt hier vorne, ne? Wollen wir mal gelegen erst im Hof fahren. Wenn wir ihn brauchen, dann wir ihn lange suchen müssen, ne? So. Die ersten Schweine, ich weiß nicht genau, wie die drin sind, aber ja, da sind schon drin, ne? Auf geht's!
können wir auch dank Tod leicht die ersten Ferkel wieder umstauen, ne? So, und hier ist eine Wiese, und dann sehen wir dann mal. Wahrscheinlich können wir da auch entsprechend Hopfen anbauen oder Abfall halt zu brauchen, ne? Im besten Fall, ne? Ah, ne, die nächste Kreuzung. Das ist nicht so einfach. Beziehungsweise, ja, hier muss man bald fahren, beim Bahnhof, und dann da. Genau, genau. Wir fahren. So, fallen wir nicht um. Dann laufen die alle weg. So. Hier im Bahnhof. So, wo stellen wir hier hin? Achso, da ist ja hier genau der Punkt. Da müssen wir ja rückwärts ranfahren. Da würde die Rangierfrau liegen, ne? Also die gerne rangieren, ne? Gleich vorne sind die Schweine, das passt. Das ist richtig nett. Wenn man den Trigger weiß, man sieht, wo er ist. So, dritte Folge heute, Dienstag. Mir fällt noch was ein. Mir fällt gerade was ein, was wir machen muss. Machen wir gleich im Anschluss. Hier werden es Tiere gesagt. Achso. Günstig, ne? Fünf. Alle raus. Alle Schweinchen raus. Gute Idee ist, haben wir gewartet. Ein bisschen. Wir müssen warten, bis sie das in den Weg kriegen, ne? Rein. Es geht aber rein. Je größer die Tiere sind, umso besser ist es, glaube ich, sogar. Ja, logisch, ne? So. Jetzt können wir den mal hinfahren zum nächsten zum Stall wieder. Oder so, ne? So, aber zurück. Ja, wir sind halt eingefahren, wir müssen noch hochladen. Ja gut, aber machen wir dann gleich Anschluss in der Folge hier, weil die Folge ist 17 Uhr und dann ist nicht mehr so
dramatisch. Muss man halt gemacht werden, ne? Derzeit kann ich hier die Videos schon bearbeiten, die Videos hier. Ne? Das ist auch gut. So, dann fahren wir den. Ja, wir fahren die, machen den Stall leer. Gibt's ja auch nichts. Weil wir brauchen ja Platz für die Ferkel. Gehen wir demnächst mit dem Warten. Oder wollen wir fräsen, ja. War doch nicht so wichtig. Nicht ganz so wichtig. Ich denke mal, das Holz für Paletten wird reichen. Wird reichen müssen, sagen wir so, ne? Ja. Kopie habe ich sowieso keins mehr und wird sich daran scheitern. Haben wir noch. Wir müssen sehen, dass wir noch ein bisschen mehr bekommen. Ne? Wir müssen ja nur umstauen, ne? Das ist ja vorhanden. Wachsen müssen wir bloß. Ne? Ein bisschen jung normalerweise, immer ein bisschen früh. Ja. Wenn wir das Geld haben, können wir einen Stall kaufen und da kommen wir eben vielleicht noch einen großen Stall vielleicht. Schauen, ne? Und da jetzt Platz haben für die Stall hier, den gleichen Typ normal. Die Halle wegnehmen vielleicht. Mal sehen. Ist ja leichter, wenn alles vor Ort ist, ne? Da kann man im Prinzip alles in einen Ritt erledigen. Aber mal sehen. Wollen wir die anderen wegnehmen und dafür den. Ist ja auch kein Platz. Haben wir ja Glück, aber vor Ort ich weiß nicht. Soll ich Schweine komplett wegnehmen und dafür Kühe? Vorbeigefahren. Komm ich gleich rum. Schweinchen, Schweinchen, ja, lecker Schnitzel. So. 21 Start. Leer. Da bin ich raus. Da haben wir den ersten Bullet fertig. Nehmen wir doch gleich durch. Leder, noch die Leder haben wir auch nicht. Wurst haben wir jetzt. Schweinefleisch. Also, das ist ein Produkt. Abfälle. Gut, fahren wir einmal hin zum Stall. Ja, was wir noch brauchen könnten, wären praktisch ja, Verpackung. Aber die Produktion läuft ja, ne? Das ist ja nun im Gang.
aber auf lange Sicht werden wir wahrscheinlich noch irgendwie verfackt. Hackschnitzel uns besorgen müssen. Auf länger Sicht. Also. Aber unser Baum fällt noch stehen, ne? Da geht's ja auch. Aber hier in der Ecke ist ganz schön leistungsfähig, ne? Aber das mal so drüben. Keine Ahnung. Ja, passt das so? War das scharf genug? Auf. Das können wir wegmachen. Ah, das ist eine andere Wahl. Ach so, okay. Das war der andere Prinzip. Vielleicht passt er auch hier in der Stadt, ne? Um so ein Geld zu haben. Ne? Nächste. Heute Nacht kriegt er ein bisschen Geld und mal sehen, was die Schweine so bringen, ne? Ja, schau mal. Immer Geduld sein. Was die Kotelette so bringen, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Jetzt dann mal tschüss auf den Gewinkel. Ciao, ciao. Und auch schönen Dank fürs Reinschauen. Wie es, wenn es mal Tonprobleme gegeben hat, ist mal entschuldigen. Ja, ist leider mal so. Ich bin da auch vergesslich. Mikrofon vor Nase zu haben, am meisten ist das Problem. Und wir bedenken wird schon werden, ne? Dann mal tschüss und dann ciao, ciao und danke fürs Einschauen. Tschüss.